Hallihallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Wake. Wir spielen wieder eine Runde Vikings Wolves of Midgard, heute mit Folge 7. Und jetzt schauen wir erstmal, was wir für Rüstung basteln können. Ah, zwei Hände, ich brauche mal immer noch. Hohoho. Ich will aber so ein Ding da haben, so einen komischen Stab. Schamanenstab, der schaut gut aus. Den holen wir uns mal. Oh, nice. Dann können wir den verkaufen. Und den auch verkaufen. So, dann können wir da raus. Und den equippen. Lecker, lecker, sage ich da mal. So, haben wir. Ups, falsche Richtung. Braucht ihr eine neue Rüstung? Ja, brauche ich. Was kannst du machen? Oh. Ach, das ist das Schild. Fuck. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. So, das könnte man eigentlich auch verkaufen, aber ich weiß nicht. Hast du einen neuen Helm für mich, Junge? Stell doch mal her, vielleicht haben wir einen guten. Oh, Stufe 20. Gut, den nehmen wir. Und den verkaufen wir. Gut, und dann schauen wir mal, was wir so. ob wir noch aufleveln können. Und dann geht es auch gleich weiter in die nächste Herausforderung. Ah, wir können nichts machen. Verbessern können wir auch nichts. Aber wir können bald verbessern. Wir brauchen ein bisschen Eisen und ein bisschen Gold. So, gut, dann geht's weiter. Ach, ich renne immer falsch. Das Schiff ist so weit weg. Gut. Hallo, Matrosse. Also ein Halbtroll? Oder ist es eine Viertelriesin? Nie wird es langweilig in diesem Dorf, nicht wahr? Ja, nicht wirklich. So, Rache. Wir wollen Rache und das werden wir auch bekommen, denke ich. Mal schauen, was die Frau jetzt sagt. Der Ladebildschirm und dann kommt die alte Frau wieder zum Sprechen. Die Riesen hatten eine wackelige Festung im Tal der tiefen Quellen gebaut, mit dem Ziel, dem eisigen Fluss bis hinauf zu seinem Ursprung in der unteren Ebene zu folgen. Der Vergeltungsschlag der Ulfung würde sich nicht als einfach erweisen. Ja, wir schauen mal, wie wir diese Rache da am besten durchführen. Auf jeden Fall werden wir wieder schnetzeln und so, das ist ja klar. Da können wir nicht drauf, schade. Ah, der haut das Elfenbein da kaputt und da vorne ist gleich wieder ein toller Wolf und da ist ein Goblin oder was das war. Auf jeden Fall ist er schnell gefallen, das gefällt mir. Hallo? Ich wollte doch da jetzt Feuer loslassen, oder mal? Schade. Ach, der wollte. Ah, jetzt habe ich das kapiert. Klarer als ich dachte, es könnte. Tja, schön gebürstet den kleinen oder besser gesagt großen. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen hier ins Feuer, dass wir uns wieder ein bisschen aufladen können und dann geht es auch gleich weiter, ist ja klar. Wir wollen ja auch keine Zeit verlieren, da diese Dinge da. Oh. Tja, kaum sag ich was, schon kommt's. Cool, das Totem zusammenlassen und dann gibt's. Auch dann einfach, das geht schon. Da gehen wir jetzt nicht auf die Seite. Ja. Da kommt so ein die Kleinen schmeißen da auf, das können wir nicht. So, wo geht's denn da lang? Ah, okay. Du schmeißen nicht mit Stein weiter, ja, weil ich will das nicht haben, das ist doof. Okay.
runterklettern. Ja, hoffen wir's. Wäre schlecht, wenn nicht. Da schmeißen immer mit Steinen, das ist echt mies. Da kommt noch einer. Ihr könnt mich nicht stoppen. Nee, nicht wirklich, weil mache ich alle platt, wie es das braucht. Ah, haben noch ein paar. Oh, da ist noch Totem, das können wir aufklettern. Schaut so eklig aus, das Totem, ne? Ein Wölflein im Gebirge, in der Höhle besser gesagt. Da noch einer. So. Ja, und der Name des Toten ist Eyewake. Wie geht das? Okay. Ihr könnt es mir doch nicht stören, wenn ihr da ein bisschen mit dem Eimer spielt. Was ist mit euch los? Keine Ahnung. Oh. Oh, hab ich Glück gehabt, ne? Krasser Scheiß. Nehmen wir doch gleich mit das. Erstmal. Ja, komm, gebt's mal euren Pelz in der Ruhe. Erstmal. So, okay. Lass gar nicht kommen, weil ich komme zu dir, mein Freund. Hast du nicht gedacht, ne? Den nehmen wir auch nicht. Ja. Wo er recht hat. Du schmeißt mal keinen Stein auf den Kopf. Das sage ich dir. Oh, Angriffsgeschwindigkeit. Sehr, sehr cool. Aber da habe ich glaube ich auch. Können wir auch noch durchgehen? Yeah. Sag mal, wie viel kommt. Oh, voll die Hand abgetrennt, habt ihr es gesehen? Da muss doch schon stärker werden. Ihr habt doch gar keine Ahnung, Mensch, ich bin der Häuptling, ich mach alles. Ach, da kommen wir nicht runter. Schade, schade. Aber da kommen wir lang, glaube ich. Sehr nice, sehr nice. Oh, Truhe. Abgetragener Kopfschmuck und eine lila. Ein lila Schild. Ach, komm da schon wieder. Hey, Halleluja. Wir wollen es wissen, wa? Okay, da ist nichts mehr. Dann schauen wir da mal weiter. Wieder einen Schamanenstab kriegt. Ey, das geht auch. Du kannst tropfen auf mich, was du willst, weil ich bin der. Was ist das, Schabo oder Babo? Ich weiß nicht mehr. Ist ja egal. Auf jeden Fall bin ich der Häuptling. Und keiner macht dir so schnell was vor, dass es klar ist, gell? Welchem Holz? Naja, das Holz ist ganz schön morsch, muss ich sagen, weil die kriegen da nichts hin.
Naja, die kommen ja immer. Langweiler. Diese Grünhütte könnten sich echt mal was anderes einfallen lassen. Auf jeden Fall kann man sie dann mal schon wieder. Genau. Dass man uns nicht so kalt ist. Und dann schauen wir doch oben lang. Den können wir leider nicht mehr nehmen, schade. Hey, Digga. Oh. Ich weich da nie aus, ne? Das ist. Ah. Oh, noch ein Totem, was man platt machen kann. Kommt's näher, kommt's näher. Ich mach euch so fertig, das glaubt ihr gar nicht. So, was haben wir denn dann noch? Ist da noch was? Na, da unten waren wir schon, gell? Okay, oh. Der wollte noch etwas Fleisch von mir. Oh Gott, einen Dorf los. Fliegt zwar nicht weit, aber er fliegt. Und da geht's auch nicht weiter, oder was? Das ist. Oh, da ist noch ein Kistchen. Eiserner Schädel, jawohl. So, wo müssen wir denn jetzt? Hier können wir auf die Karte schauen. Ja. Yeah. Puh, da musst du irgendwo lang gehen. Da müssen wir da hoch vielleicht. Okay, 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 das kriegen wir hin. Oh, da habe ich auch noch was liegen lassen. Das ist ja. Holz. Große Jotunkeule. Alle durchleuchtet mit Eis. Ah ja, da haben wir es doch. Du konntest mir nicht mal einen Kratzer. Warte mal, kommt da noch? Ist da ein Loch? Ja, da ist ein Loch von denen. Eieiei. Also die Wölfe wollen sich wissen. Großer Zweihandhammer, sehr schön. Hau dann einfach der Halbgeil um. Ah, schon, ja, was ich gesagt habe. Dann kommen wir doch bestimmt da wieder raus. Es werden ja immer mehr aus diesen Löchern. Und da auch noch? Nein. Das wollen sie nicht. Ja, die schauen schon giftig aus, die Typen, ne? Also. Yeah. Zerstört das letzte Tor. So, Entschuldigung. Wir haben schon wieder beim letzten Gefecht. Yeah! Läuft bei uns! So, okay, da haben Vulkane, die werden. Das kommt mir vage bekannt vor. Die ist ja hässlich. Scully, kümmert euch um den Angreifer! Ich werde meine Zeit nicht mit Ungeziefer vergeuden. Geht's noch? Zu Befehl, Grimnir. Mit Vergnügen. Oh, die Ziefer, jetzt geht's los. Oi, bitte.
betäubt. Müssen wir mal schnell ein bisschen. Wieder betäubt. So, jetzt setzt aber ganz schön zu, die alte. Oh, so, Gold und jetzt. So und jetzt. Ja, voll um! Sonst wird's. Ah, oh Gott. Gott und Herr. Die dicke alte da, die wollte uns jetzt richtig ins Leder. Das war jetzt nicht nett. Aber wir haben es wieder geschafft. Und das war's auch mit Folge 7 von Vikings Wolves of Midgard. Mit mir, eurem Ayawake. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, einen netten Kommentar oder vielleicht auch ein Abo, wenn ihr mehr von mir und meinen Videos sehen und hören wollt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Euer Ayawake. Tschüss.